Ja, 4 Tage haben wir jetzt im Westen der Insel verbracht, mit diesem wunderschönen Strand, mit den großen Steinen dort. Und jetzt sind wir auf die andere Seite der Insel. Da gibt es nur eine Straße hier rüber, in den Osten der Insel. Und haben hier, vielleicht kannst du es sehen, uns erwartet hier ein Häuschen direkt mit Orchideen. Und ich nehme dich gerne gleich mit rein. Ich muss auch die Brille auflassen. In dieses wunderschöne kleine Apartment. Ja, hier mit Küche, Essbereich und, soll ich es dir gleich zeigen? Den Pool, das finde ich nämlich auch mal wunderschön. Mein Mann liegt hier schon, genießt schon den Ausblick auf Wasser, aufs Meer, auf die Berge. Und ich führe dich noch schnell mit ins Schlafzimmer. Ja, da verbringen wir die nächsten paar Tage, bevor wir dann ein Häuschen haben, wo wir dann an sich einen Monat bleiben wollen. Hier sind wir jetzt im Schlafzimmer und das Schlafzimmer finde ich auch wunderschön, weil hier direkt Blick in den Dschungel. Ich glaube, man sieht sogar ein bisschen mehr. Sehr abgelegen, sehr ruhig und einfach, ja, ein Traumplätzchen für die nächsten Tage. Und ich frage dich, was sind so deine Wünsche, wenn es ums Reisen geht? Was sind so, du kannst mich jetzt nicht sehen, gell? Was sind so das, wo du sagst, oh, da möchte ich gern mal hin? Wenn du Wünsche hast, schreib sie gerne in den Kommentar. Übrigens, was das betrifft, hier haben wir über Airbnb gebucht, kann ich dir gerne auch den Link geben, wenn du es nicht kennst. Wir haben aber auch eine Reiseplattform, wo wir 30 bis 40% sparen. Auch das kann ich dir gerne nennen, beziehungsweise da gibt es auch Reisegutscheine, ich glaube so um die 200 Euro. Ich habe es nicht genau im Kopf. Wenn dich das interessiert, schreib es einfach in den Kommentar. Aber vor allem halt dir vor Augen, was und wie möchtest du gerne reisen? Was ist dein nächstes Reiseziel? Wo und wie willst du da wohnen? Schreib es gerne rein, denn das Wichtigste ist, dass du dir klar bist, was du willst. Nur dann können sich deine Träume und Wünsche auch erfüllen. Von daher, ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag. Ein glückliches, erfülltes und natürlich auch freies Leben. Deine Amata.